Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Serie Die Energiewirtschaft der Zukunft. Ich begrüße jetzt Rainer Rothaug. Er ist ehemaliger Vertriebsleiter bei den Stadtwerken Bad Nauheim und jetzt in der Stabsstelle Breitband. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Der Name dieser Stabsstelle sagt es ja schon, wir befassen uns jetzt mit dem Breitbandausbau. Warum ist denn das Thema Breitband überhaupt interessant für Stadtwerke oder für Energieversorger? Das ist relativ einfach zu beantworten. Die Daseinsvorsorge, die früher nur für Strom, Gas und auch Wasser gehört hat, oder zu denen das gehört hat, die sind im Grunde genommen ein wichtiger Bestandteil. Und ein wichtiger neuer Bestandteil sind Daten. Und Daten gehören nun mal in die Hand desjenigen, der die Daten auch vergibt und herausgibt. Und wir als Stadtwerke sehen uns da in der Verantwortung, auch für diesen Bereich die Daseinsvorsorge mitzugestalten. Zudem kommt, dass wir in den Bereichen Smart Meter, Smart Home, virtuelles Fahren, die nächste Generation des Mobilfunkes in 5G, müssen wir vorbereitet sein, um dort auch die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen, dass die Kunden, die wir früher nur in unseren normalen Commodities hatten, dann auch dort bedienen zu können. Also im Grunde genommen geht es darum, das Stadtwerk fit für die Zukunft zu machen und auch in Zukunft noch Kunden bedienen zu können. Absolut. Und der angenehme Nebeneffekt ist, dass Stadtwerke darüber auch einen neuen Zugang zu einem anderen Verdienstzweig haben. Das Standbein für Daten- und Kommunikationstechnologie wird zunehmend wichtiger, auch für Energieversorgungsunternehmen, da wir in vielen Bereichen sowieso auf sie angewiesen sind. Und die Frage ist, schenkt man es sozusagen anderen Unternehmen? Oder kümmert man sich drum und bemüht sich selbst dann auch für seine Kunden, für sein eigenes Unternehmen eine entsprechende Infrastruktur aufzubauen? Wo liegen denn da die Herausforderungen? Ich kann mir vorstellen, es ist ja nicht so ganz einfach, umzuswitchen von Strom und Gas zu Breitband. Die große Herausforderung ist erstmal die, dass man sich mit dem Thema insgesamt beschäftigt. Und da haben wir halt sehr schnell gelernt, dass es einfach mal so mit Leerrohren legen, wie viele Kollegen das heute immer noch glauben, einfach nicht getan ist. Die wichtigsten Funktionen sind einfach, dass man einen Plan hat, eine Vision, wo will man denn überhaupt hin? Und diese Vision verändert sich mit der Zeit. Also wir sind gestartet mit einem Mitverlegungsausbau von der Glasfaser. Dann haben wir gesagt, wir wollen die Wohnungswirtschaft erschließen. Und heute sind wir dabei, dass wir sagen, das ist alles wichtig, aber die nächste Zukunft wird einfach auch diese Herausforderung der Schnittstelle zur mobilen Informationsübertragung sein, nämlich zur nächsten Generation des Mobilfunknetzes, dem sogenannten 5G-Netz. Und das ist zwingend von Unternehmen abhängig, die entsprechend eine Vision haben und auch die Möglichkeit haben, innerhalb der Kommunen die Verbindungen und die Strukturen herzustellen, damit diese mächtigen Datenmengen, wir reden da von Größenordnung 2 Gigabit pro Sekunde, pro Antenne dann auch wegzutransportieren und wieder hinzutransportieren. Und das geht nur mit Glasfaser. Mhm. Nun ist es ja so, dass Sie bei den Stadtwerken Bad Nauheim so eine kleine Sondersituation haben. Sie sind da gleich benachbart zum größten Datenknoten weltweit, wenn ich mich da nicht ganz irre. Das ist so, ja. Aber jetzt mal abgesehen von dieser Sonderposition, ist das trotzdem ein interessantes Feld auch für Stadtwerke, die in einer ganz anderen Position gerade in dieser Beziehung sind? Das denke ich ist absolut so, weil die Datenautobahnen, die Backbones dieser Republik, die gehen inzwischen praktisch an jeder Straße, größeren Straße, sprich Autobahn, an jeder Eisenbahnlinie entlang, sodass der Anschluss an diese Glasfaser-Backbone-Infrastruktur jederzeit möglich ist, in den allermeisten Fällen. Das Wichtige ist halt für uns herauszufinden, was wollen denn unsere Kunden, wo wollen unsere Kunden überhaupt hin, also aus der Sicht des Kunden zu überlegen, was braucht der entsprechende Kunde, der private oder aber auch der Industriekunde, in welche Richtung geht es dort. Und das, was wir gelernt haben, ist, dass ein extrem hoher Bedarf da ist und zwar auch in Bereichen, wo wir es erstmal gar nicht vermutet haben, zum Beispiel in dem Hotelgewerbe. Da gibt es ein hohes Interesse,
Daten sicher in der Kommune abzulegen, zu speichern als Backup-System sozusagen. Die ganze Gesellschaft wird digitalisiert. Die ganze Gesellschaft wird digitalisiert. Bei uns kommt hinzu, dass wir praktisch eine Gesundheitsstadt sind. Wir haben 19 Kliniken und entsprechend und Reha-Zentren. Wir haben relativ viele Hotels, die international bedient werden. Und da ist das Interesse, dass die Daten wirklich im Ort bleiben, also nicht irgendwo von fremden Organisationen, sprich NSA oder ähnlichen Institutionen, dann auch abgegriffen werden können. Das ist extrem hoch. Und wir hatten jetzt gerade mit unserem größten Hotel ein interessantes Gespräch. Da ist der Inhaber ein irisches Konsortium. Der Betreiber ist ein amerikanisches Unternehmen und beide haben hohes Interesse, dass die Daten aus ihrem Haus nicht irgendwo über die Stadtgrenzen sozusagen hinaus abgelegt werden und von dort aus zugegriffen werden können. Und das können Stadtwerke natürlich leichter gewährleisten. Wir sind vor Ort, wir sind da. Das ist das so Schöne. Unsere Marketing-Dame, die entsprechend sich dort wirklich einen sehr löblichen Namen verdient hat, die hat so einen schönen Spruch generiert: für sie da, für sie nah. Das trifft es auch ziemlich genau. Das trifft es genau. Genau. Und über diesen eigentlichen Bereich der Breitbandversorgung könnte ich mir vorstellen, knüpfen sich doch auch noch andere Dienstleistungs- oder Produktmöglichkeiten letztlich. Absolut. Also die Nachfrage geht bei uns von der Dark Fiber Verbindung, die wir zum Beispiel auch für unsere Kommune hergestellt haben. Wir verbinden dort den Bau- und Betriebshof, das Touristeninformationszentrum mit dem Rathaus. Das nächste wird dann für die Feuerwehr sein. Dann kommt das Klärwerk noch mit dazu. Und irgendwann sind alle kommunalen Gebäude intern miteinander verbunden und haben eine dezidierte Leitung, die nur für sie über Glasfaser zur Verfügung gestellt wird. Und das ist ein extrem hohes Interesse. Wir haben die größte Klinik in Bad Nauheim ist die Kerkhoff-Klinik, international bekannt für Herz-, Lungen- und Thoraxchirurgie. Die haben eine Kooperation mit der Universitätsklinik in Gießen eingegangen und die sind hoch interessiert, dass sie entsprechend auch dort eine Datenleitung direkt hinbekommen, also ohne dass sich irgendeiner noch dazwischen bewegt. Vielfach hat man ja so ein bisschen den Eindruck, dass Digitalisierung von vielen einfach nur so als Schlagwort benutzt wird. Das ist so. Was würden Sie sich denn wünschen, um ganz einfach bestehende Hürden da abzubauen oder noch viel besser voranzukommen? Also viele setzen ja auf das große Pferd, dass entsprechend der Staat subventioniert und Gelder zur Verfügung stellt. Wir haben bis jetzt noch kein einziges Fördermittel beantragt, haben auch nicht vor, das zu tun, es sei denn, es ist entsprechend auch für unser Unternehmen sinnvoll einzusetzen. Das größte Hindernis sehe ich im Moment daran, dass der Staat seine Fördermittel, wenn er sie denn ausschüttet, an Bedingungen knüpft. Und die Bedingungen, die dort geknüpft werden, sind meistens so gestrickt, dass dann nur ein Unternehmen, ein magentafarbenes ist es, glaube ich, entsprechend davon profitiert und eine entsprechende Nutzung dann auch dafür, sage ich mal, einen direkten Nutzen davon hat in dem Bereich. Und wenn dort wirklich auch da mal Liberalisierung einsetzen würde, das, was wir entsprechend im Strom- und Gasbereich schon kennen, würde es selbst, denke ich, auch wirklich einen ganz anderen Markt geben. Wir sind ja glücklicherweise inzwischen im Breitbandbereich oder Glasfaserbereich. In der internationalen Liste tauchen wir auf, tatsächlich mit 1,9%, glaube ich, Versorgungsdichte. Vorletzter Platz. Vorletzter Platz, genau. Aber wir sind eine Industrienation, wir sind eine Technologienation, wir haben unglaubliches Know-how in den Köpfen unserer Bürger. Das kann nicht sein, dass es praktisch noch mit Trommeln und Rauchzeichen irgendwo hin transportiert werden muss. Ja, und der größte Blockierer, auch in den ganzen Gremien, in denen wir jetzt drin sind und mit Kollegen, mit denen wir reden, ist wirklich im Moment die Telekom. Sie blockiert, sie verhindert, sie versucht aus logischen Gründen, unternehmerischen Gründen, ihre Marktmacht zu behalten. Aber das ist nicht die Zukunft der Nation. Ja, und das ist das, was eigentlich schade ist, dass nicht verstanden wird, dass mit solchen Systemen und mit den Logiken, die in der Vergangenheit vielleicht gegriffen haben, heute nicht mehr vorwärts kommt. Ich sehe schon die Vision vor mir. Das ist das ist sozusagen das vierte oder fünfte, je nach Zählung, Standbein für Stadtwerke. Also in Zukunft wird es dann wahrscheinlich unwahrscheinlich werden, dass ein Stadtwerk auch überhaupt keine Breitbandleistungen anbietet.
Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Also einmal von der Kundenseite her gedacht, zum anderen mal aber auch als Vorsorge oder Daseinsvorsorge für die Bürger. Und in dem Bereich springt dann sofort natürlich auch die TV-Kommunikation mit rein, also Fernsehsignale. Ich denke, auch da wird sich einiges wandeln. Also das, was klassischerweise früher mal mit dem sogenannten linearen Fernsehen durchaus eine Zeit lang Bestand hatte, wird in 2, 3 Jahren nicht mehr existent sein. Braucht kein Mensch mehr. Man holt sich die Informationen aus dem Internet. Ja. Es werden entsprechende IPTV-Streams geliefert. Die können international sein, die können themenbezogen sein. Und der Kunde, wieder vom Kunden denkend her, der will ja bestimmte Interessensgebiete haben, die ihn interessieren und nicht gerade das, was halt zeitgemäß gerade auf dem Kanal flimmert. Ja, vielen Dank für diese sehr interessanten Informationen. Gerne. Ich denke, wir werden es ja noch erleben, wie dann diese Gesellschaft in Zukunft aussehen wird. Und da hoffen wir natürlich, dass die Stadtwerke eine ganz starke Position im Bereich Breitband haben werden. Die Möglichkeiten dazu bestehen und die haben sie auch. Man muss sie nur ergreifen. Schön. Wenn Ihnen unser Gespräch gefallen hat, dieses Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über einen Like von Ihnen. Wenn Sie sich für weitere Themen interessieren, werden Sie doch einfach Abonnent von uns. Thank you.